Yo Leute, was geht? Heute kommt endlich wieder eine weitere Folge von meiner neuen Serie der coolsten Rennen in GTA Online, die GTA Community gemacht hat. Erst einmal gesagt, richtig fettes Dankeschön an euer Feedback von der letzten Folge. Da euch das Ganze dann eben doch wirklich sehr gefallen hat, habe ich mir an dem gedacht, ich mache daraus jetzt eine Serie und deshalb kommt jetzt die zweite Folge der coolsten Rennen in GTA Online. Wie auch im letzten Video wird jedes dieser Jobs natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt sein. Fangen wir deshalb allerdings direkt mit dem ersten Rennen an und das erste Rennen nennt sich nämlich Escape Race. Was es damit auf sich hat, ist nämlich folgendes. Dieses Rennen ist nämlich wortwörtlich ein Labyrinth. Man fährt nämlich mit dem Fahrrad und muss sich einfach durch ein Labyrinth kämpfen und einfach den richtigen Weg finden. Und mir persönlich gefällt dieser Job einfach wirklich extrem gut. Vor allem, wenn man das Ganze mit Freunden zusammen zockt, dann hat man halt eben erstmal wirklich Probleme, die Orientierung zu haben. Jeder nimmt irgendwie einen anderen Weg und irgendeiner landet dann irgendwann in der Sackgasse und regt sich dann total darüber auf, dass sein Freund dann eben den richtigen Weg gewählt hat. Und dieser Job macht einfach wirklich extrem viel Spaß, vor allem im First-Person-Modus. Da kann man das Ganze vielleicht sogar ein bisschen intensiver erleben, dass man da wirklich in einem Labyrinth drin ist. Aber dieser Job macht auf jeden Fall extrem viel Spaß und deshalb würde ich jeden von euch empfehlen, diesen Job mit euren Freunden zusammen zu zocken. Das zweite Rennen, das ich euch zeigen möchte, nennt sich Turtle Slide und ihr könnt vielleicht im Titel schon lesen, dass es ein bisschen merkwürdig ist. Es heißt nämlich übersetzt Schildkröten Slide und was das Ganze auf sich hat, werde ich euch nämlich gleich sagen. Das Rennen an sich ist am Anfang eher noch ein bisschen normal gestaltet. Einfach nur nochmal die Checkpoints abfahren und irgendwann wird man dann sehen, was einen dann erwarten wird und zwar irgendwie so eine ganz komische Rampe. Wenn man allerdings auf die Rampe zufährt, dann weiß man überhaupt nicht, wo man erst einmal ist. Man fährt einfach irgendwie durch diesen Tunnel durch und dann macht man einen Wallride mit einer halben Wendung und dann fährt man erstmal quer über die Strecke auf dem Dach beziehungsweise slidet man auf dem Dach einfach mal und dann macht man wieder eine weitere halbe Wendung, sodass das Fahrzeug wieder unten ist und dann kommt abschließend noch eine linke Schraube und wenn man die richtig absolviert hat, dann hat man das Rennen eigentlich schon geschafft. Das Besonderste an diesem Rennen ist halt eben dieser Slide, den man nämlich auf dem Dach wie so eine Schildkröte macht. Das Ganze ist nicht so einfach, man kann das Ganze schon ein paar Mal verfehlen, aber es sieht auf jeden Fall wirklich extrem geil aus und in der Kombination, wenn man das Ganze auch am Stück schaffen kann, dann sieht das Ganze einfach nur wirklich extrem geil aus und mir macht dieser Job deshalb auf jeden Fall extrem viel Spaß und dieser Job hat halt eben den etwas anderen Worldwide auch mit drin. Der letzte Job, den ich euch zeigen möchte, trägt den Namen Mofo King Wall Longest. Viele von euch werden sich sicherlich daran erinnern, dass ich im letzten Video schon ein Mofo King Wall Video gemacht habe und zwar zu einem der härtesten Worldwides ever, zu einem 720 Grad Worldwide. Hier ist es ebenfalls ein Worldwide, dieser ist zum Glück nicht ganz so schlimm wie in dem letzten Video gezeigt, allerdings ist dieser Worldwide wirklich nur verdammt lang. Aber ist nicht so schwer auszuführen, das macht allerdings trotzdem extrem viel Spaß, durch diesen Wallride durchzufahren. Am Anfang des Rennens ist das Ganze eben so eine Einleitung, man fährt wieder einmal durch die Checkpoints, dann wird man erst einmal mit einer Rampe auf das Dach geschleudert und wenn man das Ganze eben dann geschafft hat, dann fährt man direkt auf den Wallride zu und dieser ist eben wie gerade gesagt extrem lang. Man fährt hier, denke ich, so einen halben Kilometer Wallride, ist auf jeden Fall wirklich extrem krass. Ich habe das Ganze beim ersten Mal, wie gesagt, nicht geschafft, aber beim zweiten Versuch habe ich das Ganze eben geschafft und wie eben gesagt, das Ganze ist halt eben nicht so ein schwerer Wallride wie im letzten Video bei dem Mofo King Wall. Allerdings finde ich, macht dieser Wallride einfach wirklich extrem viel Spaß und deshalb würde ich auf jeden Fall jeden, der auf solche Wallrides steht, eben diesen Job empfehlen. Ansonsten würde ich einfach mal sagen, das war es dann auch schon von dieser Folge der coolsten Rennen in GTA Online. Schreibt einfach euren Favoriten von dieser Folge direkt in die Kommentare. Mich würde es mal interessieren, welcher euch am meisten gefallen hat und verlinkt auf jeden Fall eure persönlichen Favoritenjobs in GTA Online in die Kommentare. Und ich würde einfach mal sagen, das war es dann auch schon von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über jeden Daumen nach oben sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ciao.